Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 22 Karrieremodus mit Dynamo Dresden. Heute im DFB-Pokal Runde 1 gegen den Karlsruher SC. Und ich habe den Diawusi dank eines Kommentares jetzt trainieren lassen zu einem Linksflügler, weil der soll da relativ gut werden. Und ja, der Königsdorfer scheint ein wichtiger Spieler zu sein und der Elas auch. Warte mal, habe ich den Ela überhaupt drinne? Ich weiß es nicht. Wir haben ein Heimspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals, was natürlich ziemlich cool ist. Schade, dass da keine geile Musik ist oder sowas. Schade, schade. Schade, schade. Bin ich mal gespannt, ob wir da im DFB-Pokal mithalten können. Ich habe das Gefühl, in Pokalspielen sind die Gegner auf jeden Fall wesentlich stärker. Elas, habe ich den noch nicht? Den habe ich nicht drin, ne? Muss mal gleich in der Aufstellung gucken. Wir sehen es ja gleich. Wir haben auf jeden Fall im letzten Spiel erfolgreich gegen den Hamburger SV gewonnen. Mit 2:1. Sehr knappe Geschichte. Und wir wollen unsere Siegesserie natürlich gerne weiter ausschmücken. Löwestark, ja, der Elas ist auf der Bank. Ach so, okay, ich habe den Elas auf der Bank. Da müssen wir natürlich nochmal gucken. Wie wir den da reinbringen oder so, wenn der beliebt ist. Genauso wie mit dem Königsdörfer. Königsdörfer? Ja, ich glaube so. Wunderbar, ja, gebt euch die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. So, was haben die denn für eine Aufstellung? Gersbeck im Tor. Aha, Gondorf kenne ich. Sebastian Jung, ist das nicht der von Frankfurt vorher? Krass. Batman ist auch am Start oder Batmatz oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Er sieht nach einer sehr schönen Aufstellung aus. Man könnte über die Flügel spielen bei dieser Aufstellung. Jetzt kann es losgehen, das klingt gut, deswegen halte ich mal gedrückt. Anstoß für uns, wunderbar, Karlsruhe. Karlsruhe, Dresden, natürlich. So, schön. Boah, fängt ja schon gut an. Schade, Schröter. Schröter hat gekämpft, aber der Ball ist leider natürlich weg. Heise. Heise Scheiße, die. Irorere. Irere. Wanizek Gondorf mit einem Ball in die Spitze und schon sind die hinter meiner Verteidigung. Da ist. Aber Löwe hat aufgepasst, wie ein Löwe. Diawusi läuft, läuft. Ja, wunderbar. Da ist Löwe. Da ist der Ball auf. Da ferner. Und das war die Flanke ins Aus. So ein Mist aber auch. Er so, Entschuldige. War scheiße. Aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe die Flanke einfach doof geschlagen. Das stimmt schon. Da ferner kann der Ball gar nicht sein vom Ziel. So. Gondorf. Machen wir Druck direkt auf die ballführenden Spieler. Ja, sieht gut aus. Da ist Kaufmann. Im Einzelhandel. Ist der heute nicht unterwegs, sondern auf dem Platz. Ah, komm schon, Diawusi. Schade, ich dachte, du kämpfst ein bisschen. Gondorf. Okay, ich merke schon, ich muss... Ein bisschen. Was, wohin? Nein! Oh, was für ein schlechter Ball. Krass. Ich muss ein bisschen noch kennenlernen, wie hier welche Pässe funktionieren. Ich glaube, habe das Gefühl, die sind schon ein bisschen anders als bei FIFA 21. Aber ich meine, ich spiele ja jetzt hier auch auf Pillepalle Legende. Ist ja keine Schwierigkeit, habe ich gehört. Oh, Broll mit seiner ersten Glanztat. Denn Batman wollte den Ball ins Tor schießen. Krass. So ist die erste Ecke für Karlsruhe. Sie wirken wach, die Karlsruher. Sie wirken wach und nicht schwach. Digga, Mann, er hatte einen automatischen Fokus. Sauber zurückgekontert, da sag ich schon. Diawusi, du bist so lahmarschig. Krass. Na, gut. Wunderbarer Ball auf die andere Seite. Da ist Akoto. Akoto, aber stark ist zu langsam. Das war nicht gerade stark. Gondorf. Oh, ich habe gar nicht auf die Ausdauer meiner Leute geachtet, ehrlich gesagt. Das ist nicht gut.
Flanke. Da ist Kaufmann. Gondorf. Wunderbar. Weg. Broll. Sauber. Oh mein Gott. Ich merke schon, das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer hier. Eieiei. Sauber, Mai, ganz langsam, sehr schön. Akoto ist schnell, Akoto ist schnell, Akoto ist schnell. Der läuft nur geradeaus. Sauber, Schröter. Oh, schneller. Warum macht der denn nicht schneller, Alter? So dumm. Batmats. Batmats. Wie wird der ausgesprochen? Könnt ihr mir gerne sagen in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, wunderbarer Ball raus. Schröter, lauf. Aber der gute Irorere, oder wie er ist, der lässt sich hier nicht verarschen. Denn das sind Legendenspieler, Leute, damit ihr das wisst. Heise. Wanizek. Jensen. Da ist Kaufmann. Oha, Kaufmann. Diese flinke Flitzer ist das ja. Schön. Da ist Merschel. Ja, wunderbar. Diabusi, lauf, mein Freund. Lauf. Warum brauchst du so lange? Diabusi, da ist der Ball. Der ist noch heiß. Wunderbar. Da ist Stark. Stark zieht ab und nicht drinne. Boah. Schade. Mann, hat er lange gebraucht zum Abziehen. Oh, Oberschenkel. Oh mein Gott, ich habe mich schon gewundert, wie der Ball geflogen ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich bin nie so ein Eckballmeister. Der war im Aus. Oh mein Gott, der war im Aus. Ist das peinlich. Okay. Langer Ball von Gersbeck. Und irgendwie, meine Spieler wussten nichts damit anzufangen. Ich merke schon. Diabusi, sauber aufgepasst. Schön. Diabusi, läuft der durch? Ah, ja, so Diabusi, hier spielt die Musik. Ah. Jensen, Gondorf. Oh mein Gott, knapp. Lauf. Oh, Löwe, danke. KD, Löwe ist auf Hochtouren hier. Keine Chance. Ganz, ganz ruhig. Ganz, ganz gelassen, was willst du machen? Lieber so, Alter. Der KD, was war das denn? KD, so kein Ding. Ist nicht so schlimm gewesen. War nur knapp. Oh, so wie das. Hat die Ruhe weg, Alter. Ja, wunderbarer Ball. Wunderbarer Ball. Ganz auf der anderen Seite. Da steht. Oh, Sebastian Jung natürlich. Nicht gut. Und da ist Diabusi. So, da ist Schröter! Versucht er es. Oh nein, das ist nicht gut. Schlecht. Schlecht, schlecht. Schnell zum Kontern hier. Kaufmann. Ja, wunderbar verteidigt. Sauber. Und da Ferner läuft nicht so wirklich. Der hat keinen Bock. Merschel. Schlechter Ball. Also der kann das wohl nicht so wirklich. Das ist nicht gut. Oh, sauber aufgepasst. Akoto. Wunderbar. Ein Held. Wie er im Buche steht. Zack, Diabusi. Kämpft sich da nicht durch. Schade. Aber er versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Oh mein Gott, gefährlich. Was machen die? Oh. Ja, komm. Ja. Und rein mit dem Ball. Ja, wunderbares erstes Tor. Wunderbare Flanke. Wunderbarer Konter. Gegen Karlsruhe SC. Wer hat ihn gemacht? Starke. Wer hat ihn geflankt? Ich glaube, Diabusi. Wunderbar. Oh. Was ein Führungstreffer. Danke. Da hat Karlsruhe seine Verteidigung echt offen gelassen. Muss man mal sagen. Echt offen gelassen. Und dass der ankommt, das wundert mich. Und schon wieder durch einen Bug. Guckt euch mal an, wie er durch seine Beine läuft. Macht er schon wieder den Treffer. Bug ist an unserer Seite. Ich weiß nicht, was das für ein Käfer ist, aber es ist auf jeden Fall unser Glückskäfer, wie ein Marienkäfer. Yannick Stark, das war stark, danke. Defensiv, sehr schön. Jetzt stehen wir defensiv. KD. Ja, zu langsam, wie ich mich aber auch bewege hier manchmal, ne? Also es ist einfach so.
Wunderbar nach außen. Und Akoto mit dem Ball in den Rücken. Aber das hat nicht funktioniert. Barton Matz. Heise. Scheiße. Oh mein Gott. Wunderbar. Da ferner. Da ist der Stürmer. Und ganz nach außen, da steht Schröter. Und da steht Heiser, aber der kriegt den Ball nur am Fuß. Kann den nicht wirklich kontrollieren. Und wir haben Einwurf, sehr schön. Schröter. Da ist Akoto. Mörsel. Was willst du machen? Außer ihn hier zu bringen. Sauber. Oh mein Gott, ich hätte ihn anspielen sollen. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Obwohl er da so frei stand, krass. Oh. Komm stark, ja. Sei stark. Saubere Aktion. Ey, was für Freistoß. Oh, das war so sauber schön. Das war kein Freistoß, finde ich nicht. Aber gut, gönnen wir das Spiel. Tschüss. Schön. Und damit gehen wir mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause. Sehr spartanisch, was wir hier machen, aber geht natürlich noch besser, ne? Was offensiv angeht. Wir haben da keine Kontrolle gefühlt. Ein schöner Konter hat ausgereicht bis jetzt. Wir gucken jetzt mal in die Aufstellung. Wer dieser Elas hier? Elas ist Innenverteidiger. Nur Innenverteidiger. Oh, ich mag halt nicht so gerne auswechseln eigentlich. Elas, aber Mai und Solbauer sind drinne auf jeden Fall. Kann man den Elas auch auf rechts bringen, aber Akoto macht das auch mega gut. Also, würde nur ungern was ändern gerade. Ist der Elas jung? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Wir gucken mal. Wenn, dann bringen wir ihn vielleicht einen Liga-Einsatz hier. Heute müssen unsere Helden kämpfen und das war sehr knapp. Schade. Manchmal machen die Spieler so komische Bewegungen und darauf komme ich überhaupt nicht klar, ehrlich gesagt. Sauber geblockt. Kaufmann. Läuft wohl nicht im Einzelhandel. Hat er gedacht, ach, werde ich easy Fußballer. Und er wirkt auch wie ein Guter, ehrlich gesagt. Brollrander! Oh mein Gott! Den hättest du doch einfach haben können. Einfach mal Randa. Nein, nein, nein. Das ist mir zu gut, was hier gerade passiert. Sauber verteidigt, danke. Nein! Gondorf, guck mal, wie die hier Tiki-Taka spielen, Alter. Ja, Broll, alter Schwede. Broll ist geflogen wie eine Raubkatze, ey. Boah. Ah, Schleusener schleust sich hier schon richtig ein. Schließt ins kurze Eck ab. Der wäre nicht mal reingegangen. Aber Broll, Alter, geflogen wie ein Kätzchen. Unfassbar. Ha! Weg damit. Aber diese Position ist immer gefährlich. Und dann durch die Mitte. Hä? Alter, komm! Ich wollte gerade sagen, wie kann das denn passieren, Alter? Pass doch mal auf. Akoto kämpft. So, das sind so Sachen, die kannst du gar nicht kontrollieren, ey. Warte mal, kommt da ein easy Pass durch. Ich komme nicht mehr an den Ball. Und den hätte man eigentlich locker easy abfangen müssen. Sauber, Löwe. Aber wieder Ecke. Gefährlich. Sauer, ja, das muss ich machen. Der Löwe ist fertig mit der Welt. Aber er hat gut gespielt. Sehr schön. Aber die machen jetzt hier so lange Druck, bis das 1-1 steht. Das ist nicht gut. Natürlich. Digga, Mann, was willst du da machen? Die sind so schnell. Das geht überhaupt nicht. Krass, da komme ich überhaupt nicht ran. Nicht ansatzweise. Jetzt komm doch mal weg, Alter. Wieso kann ich nicht einfach mal mit dem Ball da wegkommen? Guckt euch das an, wieso ist das so offen? Leute, passt doch da auf, Mann. Oh, das ist unfassbar. Wir sind voll auf Offensiv, das kann möglich sein. Aber das muss doch nicht alles so offen sein. Das ist doch scheiße. Mann, Mann, Mann. KD.
Sauber. Sauber. Sauber, da ist da Ferner. Zieht er mal ab hier. Schade. Ah, da ist. Da Ferner. Da zieht er mal ab. Und Gersbeck hält. Wunderbar. Also ja, ein bisschen da und das, dies, das, tralala, Co-Trainer, kein Problem. Also ja, ja, ein bisschen runter, ja, ja, nee, nein, rausziehen, ja, ja, bla, bla. Digga, kann er bitte eine gute Flanke spielen? Das wäre cool und das ist fast drinne gewesen, schade. Boah, nochmal, ey. Zack. Er wollte einen Fallrückzieher machen, sehr schön. Sauber, da ist Akoto. Da ist der Ball auf Diawuzi. Wuselig, was hier. Wuselig, dieser Diawuzi. Ja, und rein mit dem Ding. Einfach rein damit. Komm schon. Oh mein Gott, schade. Was jetzt? Was für faul, Mann. Bescheuert. Ja. Ja. Sauber. Wunderbar. Diawuzi, wer auch immer sich den Ball da so erkämpft hat, das war so schön und das ist der Kopfball. Oh. Oh, stark. Abstoß. Scheiße. Schade, stark. Schade, schade, schade. Boah, langer Ball von Gersbeck. Der eben fast den Fehler gemacht hat. Willst du nur sagen? Raus, da ist der Ball. Akoto, Georbelice. Ich weiß nicht wohin, da ist KD. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen ideenlos, wenn wir hier rumchillen. So, wunderbar, da ist Diawuzi, der läuft und macht einen Dragback. Aber ganz ehrlich, was will er machen gegen diese steinharte Verteidigung? Er setzt sich einfach mit einem Dribbling durch und aber auch irgendwie nicht. Digga, wie die... Wie die mir auf der Pelle rücken. Aber ganz hinten, auf der anderen Seite. Was für ein langer Ball. Sauber. Stark, aber Schröter. Und Gersbeck irgendwie, keine Ahnung. Wunderbar den Ball gehalten. Das sah einfach schön aus, muss man sagen. Eise. Hä, was habe ich denn gerade für einen Spieler gehabt? Hä, nein. Digga, Mann, dieser Spielerwechsel hat nicht hingehauen gerade hier. Ja, da ist, da ist, ach, Gersbeck, easy, da Ferner wollte ihn sich ergattern, aber geil, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, ehrlich gesagt, aber es ist unfassbar nervig, unfassbar komisch. Digga, Mann, wenn du so lange brauchst, ist es kein Wunder, dass der Ball verloren geht, ehrlich gesagt. So, wunderbarer Ball, Georbelice hat den aber auch angenommen wie ein Amateur. So, wunderbar nach außen. Da ist Kaufmann. Meine Fresse. Ja! Laufen sich selbst überlaufen. Sag mal, was ist hier los? Oh, geil. Ich guck mal, wie ich hier noch einwechseln kann. KD sieht auf jeden Fall mega fertig aus. Dann kommt der herrliche Hermann rein und Diawuzi kommt auch noch rein. Wunderbar. Und schön, die Wechsel müssen fruchten jetzt. Was ist hier los? Jetzt auch ohne Spaß. 78. Minute. Oh, den hätte ich vielleicht nicht schicken sollen. Auf der anderen Seite. Da steht Mörschel, Solbauer. Wunderbar. Ich werde jetzt nichts Riskantes mehr wagen, ehrlich gesagt. Bei 1-0. Kann man ruhig mal ein bisschen dreckig und gemein sein. Vor allem im DFB-Pokal. Nein, das war sehr schlecht. Das war sehr schlecht und anders geplant vor allem. Oh. So, Randa, rauf da, Gondorf. Oh, Gondorf. Bitte kein Ausgleichstreffer, das wäre so cool. Nicht mit mir, Freundchen. Habe ich mir doch gedacht, dass du so eine dreckigen Spielchen vorhattest. Und Mörschel. Co-Mörschel hier, ey. Boah. Wunderbar. Auf die andere Seite. Die schießen immer so. Da denke ich mir, Alter, wo will der eigentlich hinschießen gerade?
Boah, so dreckig. Ich habe noch nie so dreckig gespielt in meinem Leben gefühlt. Oh mein Gott. Ja, wo soll ich denn aber auch hin? Die decken hier alles. So, wunderbar. Und dann habe ich den Salat, wisst ihr? So, genau deswegen wollte ich das nicht machen. Jetzt denken die, die können nochmal kontern und dann... Nein! Ach Mann, weg damit! Sauber! Dass die denn aber auch nicht da rangehen, Alter. Was auch immer das soll. Jawohl, wunderbarer Ball auf die andere Seite. Was ein Ball. Königstor. Wo hat er hingeschossen? Das sah ja gar nicht cool aus. Da war der ein bisschen übermotiviert. Schade Schokolade, sage ich dazu nur. Alter, es sind nicht mehr, es ist nicht mehr viel Zeit. Kobalt geht rein, kommt rein. Jung geht raus. Der gute Kobalt. Sauber, sauber. Habt ihr etwas Kobalt für mich? Ja, steht bei Karlsruhe in der Aufstellung. Wanizek, Jensen, Higlensen. Jetzt sind sie alle da. Offensiver geht's gar nicht. Schade. Sauber gekämpft, aber... Oh mein Gott, nicht so eine Flankenscheiße hier. Scheiße. Ja, Broll, sauber. Gewonnen. Ja, Leute. Der zweite Sieg nacheinander und dann auch noch im DFB-Pokal. Schöner geht's kaum. Leute, ich bin so stolz. Was will man da machen? Ich kann es gar nicht fassen. Das war sehr anstrengend, sehr spartanisch. Nur 1-0. Aber... Warum nicht? Warum nicht? Sie hatten dann letzten Endes doch nicht viel entgegenzusetzen. Und wir können minimalistisch 1-0 über die Bühne spielen durch den Treffer von Stark nach super Vorarbeit von Diawuzi. Wunderbar. Bam. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es jetzt erwähnt habe, aber es gab auch so mal bei FIFA 21 so Kommentare vom wegen... Schneid doch nur die Highlights zusammen und so. Und ich finde das ehrlich gesagt, also mein Stil ist es nicht. Denn ich finde, man muss das schon alles mitkriegen. Das muss schon dramatisch sein und so. Und wenn du nur so diese Ausschnitte zeigst und so, finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, finde ich nicht so cool. Da haben sie einmal die Lücke aufgemacht und dann haben sie, und das sah fußbrecherisch aus, wie der geschossen wurde. Ehrlich gesagt sah das völlig unrealistisch aus. Aber egal. Ja, ich wollte nur sagen, ich finde, die Dramatik passt einfach besser und man fühlt sich doch bestimmt auch wesentlich verbundener, wenn man einfach das ganze Spiel sieht, oder? Guckt euch diesen Raubkatzensprung an, krass. Wunderbare Entscheidung, sauber. Gucken wir nochmal das Tor an, ey. Oh, ja, das ist Diawuzi, der hat gut abgedreht und dann war der da einfach frei und er ins rechte Eck einfach und fertig war die Sache. Schön. Erste Runde DFB-Pokal. Gemeistert. Das sieht so unlogisch aus, dieses Schuss. Oh, so weiter. Jetzt dürfte normalerweise die Pressekonferenz kommen. Aber das machen wir nicht, weil ich das Gefühl habe, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Weil ich habe keinen Bock wieder auf kaputte Ohren, ehrlich gesagt. Deswegen lassen wir das. Oh nein, ich hoffe, dass da nicht die Mannschaftsleistung so voll drunter leidet und so ein Scheiß. Das würde nämlich echt wehtun. Aber ich denke eigentlich, dass die... Oh mein Gott, und der nächste starke Gegner steht beim nächsten Spiel vor der Brust. Und zwar Hannover 96. Das sind natürlich... Sind die stark? Ich dachte, die sind stark eigentlich. Yay, 137.000. Können wir alles gebrauchen. Spieltermin, weil wir weitergekommen sind. Schalke gegen Dresden. Ey, wir haben echt eine starke zweite Liga vor uns. Ich will es nur mal sagen. Und wir sind jetzt mit 3 Punkten nur 13. Also ist Sieg ja fast schon Pflicht, wenn wir oben mitspielen wollen. Deswegen hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und auf Wiederspielen.